So, jawohl, hallo und herzlich willkommen zusammen zu Sid Meier's Civilization 5, hier mit unserem römischen Reich. Und wir schauen gerade auf Capri, wo ein Kompositbogenschütze entlang marschiert. Ja, der muss mal durch das Gebiet von Quebec ziehen. Aber Gott sei Dank haben unsere wackeren Legionen ja hier eine Straße verlegt. Wir sehen das bis hier durch die Eisenklumpen, die da im Wald liegen. So, ich tendiere fast dazu, mit diesem Bautrupp jetzt auch mal eine Straße zu bauen. Die Frage ist, wir können auch diesen Sumpf hier mal urbar machen. Dann wächst Oppidum noch schneller. Das ist auch wichtig. So, ich denke mal, Hastings wird jetzt fallen. Das können sie nicht mehr verhindern. Gerade unsere erste Legion ist auch da und die ist halt einfach so stark. 175 von 210 Erfahrung, hat marschieren. Regeneriert halt dauerhaft und da, glaube ich, haben die Engländer nichts entgegenzusetzen. Ansonsten, sie haben sehr gut eigentlich unsere Ballisten rausgefokust. Das ist ziemlich beeindruckend. Das habe ich bei der KI selten gesehen, dass sie das so konsequent macht. Hey. Aber sehr gut, dass diese Legion jetzt einsteckt. So. Und hier wurde ihre Verbundeinheit rausgeschmissen. Das ist natürlich gut für uns, weil wir die direkt erledigen können. So. Offensichtlich hat England kein Geld, sonst würden sie diesen Bogenschützen auch upgraden. Der könnte uns dann echt nochmal zu schaffen machen, aber... Ja. Alter. Es ist so dumm, wie die Engländer ihre Missionare schicken. Ich kann mir nicht helfen. Es ist KI, wie sie im Buche steht. Steht KI im Buche? Ich nehme mal an. So. Eine Beförderung. Naja, wunderbar. Unwegsames Gelände. Und dann ziehen wir... Ja, sie ist, weil es gar so schlecht ist, gell? Dann ziehen wir zurück. So. Der große General bleibt hier stehen. Da müssen wir uns was ausdenken. Machen wir mal den hier. Die Legion hat genug regeneriert. Der große General bleibt hier stehen. Die Balliste zieht eins nach vorne. Ich gehe aber davon aus, dass die Balliste nicht mehr gegen Hastings zum Einsatz kommen wird. 37 Schaden wurden uns angezeigt. 34 haben wir gemacht. So, dann töten wir diese Einheit hier. Das ist auch ein genialer Spruch. Wenn man das mal ganz unabhängig von diesem Computerspiel sieht, dann töten wir jetzt diese Einheit hier. Das ist schon schön. So, vielleicht können wir tatsächlich das hier so durchziehen. Also marschieren mit der Legion eins vor, da so eins vor, da so eins vor. Und dann die Kompositbogenschützen da, da postieren und diese Legion da. Falls ihr versteht, was ich meine. So. Die Kompositschützen. Sehr gut. Töten wir diese da. Jetzt die Frage. Hastings, beziehungsweise England... Gibt uns immer noch nichts. Okay. Ja, sie werden Hastings verlieren. Es führt kein Weg mehr dran vorbei. So, ein weiterer großer General, Gaius Marius. Ja, komm. Einfach, weil es ein römischer General ist. Also, wenn ihr euch erinnert, Marius war der, der die Teutonen besiegt hat. Und war der große Gegenspieler vom späteren Diktator Sulla. Okay. Große Generäle sind sehr gut postiert. Ich möchte trotzdem mit der ersten Legion mal nach da gehen. In der Hoffnung, dass sie ein bisschen Schaden abfängt. Also Diktatoren waren ja immer ein bisschen was anderes in England, als sie in unserer Vorstellung... In England, genau, in Rom. Als sie in unserer Vorstellung sind. Als Diktator bezeichnet man ja einfach nur einen Alleinherrscher. Und in Rom gab es das tatsächlich auch als politisches Amt. Also es war nicht so, dass ein Diktator irgendwie verpönt war oder so, sondern das war ein politisches Amt, was ganz normal vergeben wurde. Und zwar, das war eine Art Krisenmanager. Man hat den Diktator sozusagen ernannt, um in der Krise handlungsfähig zu sein außerhalb der Bürokratie der Republik. Was aber natürlich dazu führte, dass dieses Amt regelmäßig missbraucht wurde. Und auch sowas wie Diktator auf Lebenszeit wurde von vielen praktiziert, weil es einfach dieses Amt innerhalb der Republik gab. Also stellt euch vor, es gäbe innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ein Amt, das Diktator heißt und
für ein Pferd. Was nahezu absolutistische Macht einem einzelnen Individuum gibt. Also diese Macht muss theoretisch wieder abgegeben werden, aber in dem Moment, wo du diese Macht hast, kannst du ja entscheiden, ob du sie wieder abgibst oder nicht. Insofern ein bisschen kritisch, dieses Amt. So, wir verschanzen. Und hier ziehen wir mal nach Süden. Ich glaube, da sind die Kompositschützen eher gebraucht. Gaius Marius reist an Quebec vorbei. Was ich übrigens sehr cool gefunden hätte als Feature für Civ 5, ist, wenn man große Generäle mit Einheiten merchen könnte. Also, dass ein großer General quasi mit einer, also in eine Einheit reinkommt, dann kriegt diese Einheit die Beförderung großer General und diese Einheit funktioniert wie ein großer General dann. Also, gibt diesen Kampfbonus allen Benachbarten, aber ist gleichzeitig noch ganz normal diese Einheit. Und das wäre super cool, weil dann müsste man große Generäle nicht immer so mitschleppen wie so ein Mehlsack. Das ist total nervig. So, immerhin eine haben wir noch, eine Balliste. Da gehen wir jetzt mal auf verschanzte Einheiten und Städte, selbstverständlich. So, sehr schön. Ist die Frage, kriegen wir diese Runde, Hastings? Es wird sogar eng. Ich glaube, wir kriegen Hastings. Ansonsten stirbt diese Legion, wenn es knapp ist. Warte mal. Versus Städte nahe dem großen General, ja. Unwegsames Gelände macht da nichts. Okay. Na komm. Es hat funktioniert. Wunderbar. Sehr gut. 125 Gold haben wir geplündert. Wir vernichten die Stadt. Also Hastings will ich wirklich nicht behalten. Oh, die Pferde sind tatsächlich im Gelände von York. Das ist schlecht. So, London. Da gibt es mir keine Städte, okay. Dann geht der Krieg weiter. Es ist klarer Fall. So, Rom. Bauen wir Stallungen. Das ist wichtig. Die Stallungen bringen was eigentlich? 15% Produktion beim Bau von berittenen Einheiten. Ja, gut. Plus 1 Produktion auf einem Geländefeld im Falle von Rom jetzt. Und das war's. Okay. Dafür ein Gold pro Runde Unterhalt für 1 Produktion ist nicht ganz so gut. Aber im Zweifel, wenn wir berittene Einheiten bauen, sind wir froh drum. Deswegen machen wir es mal trotzdem. Und natürlich für den Baubonus in allen Städten, die wir perspektivisch noch gründen. So, nehmen wir die Philosophie. Ich glaube, wir nehmen die Philosophie. Können wir auch einen Tempel bauen? Ist auch nicht schlecht. Philosophie in Rom ist ja doch irgendwie naheliegend. Auch wenn der größte Teil des Contents der römischen Kultur von den Griechen geklaut wurde. Überhaupt haben die Römer, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, grundsätzlich alles zusammengeklaut. Also alles mögliche. Ihre Götter waren zusammengeklaut, ihre Religion war zusammengeklaut, ihre Kultur war zusammengeklaut, ihre Literatur war zusammengeklaut, ihre Militärtaktiken waren zusammengeklaut, ihre Gesetze waren zusammengeklaut. Also es ist eigentlich krass. Man sagt immer, die Römer waren die Wiege der Zivilisation. Ja, waren sie schon, aber nur weil sie ein unglaubliches Talent hatten, Dinge, die gut, schön, richtig und sinnvoll waren, zusammenzuklauen. Und ja, im Prinzip ist es das. So, die Frage ist, jetzt haben wir eigentlich einen Kriegstreiber-Malus bei verschiedenen Ländern. Deutschland nicht, Venedig nicht, Boudica nicht, Theodora nicht, hier Vata nicht, Portugal nicht, okay, krass. Vielleicht wird es auch erst nächste Runde gedingst. So, wir haben 2 große Werkgebäude. Wir können auch Gebäude jetzt verkaufen, natürlich, da wir die Stadt eh vernichten. Was als erstes vielleicht? Warte mal, kostet es tatsächlich Unterhalt auch in der besetzten Stadt? Ja, ne? Genau, gut. Einfach Gebäude verkaufen, während wir die Stadt vernichten. Bauernhof errichten, wunderbar. Dann ziehen wir hier mal nach Süden. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt weiter vor? Alle unsere Taktik hat sich bisher auf Hastings beschränkt. Die Frage ist, wollen wir Hastings vielleicht sogar behalten? Zumindest während des Krieges, dass wir regenerieren können im Gebiet von Hastings. Das finde ich eigentlich eine gute Idee.
Also entweder wir gehen gleich auf London, aber ich glaube nicht, dass wir dafür stark genug sind. Die Frage ist, York. York wäre dann das logische nächste Ziel. York hat aber auch sehr schwieriges Terrain. Da müssten wir fast eine Armee hierher schicken und dann von Norden kommen. Ansonsten sehe ich da ziemlich schwarz, da ja auch dieses Gebiet hier Sperrzone ist, da können wir nicht rein. Ansonsten schießt London und wir poken die Londoner Einheiten. Was auch nicht so ganz gute Idee ist. Na gut. Werden wir sehen. Wir werden jetzt erstmal die Einheiten, glaube ich, hier so positionieren und dann mal entscheiden. Ich glaube aber, wir werden zunächst York erobern. York ist ja auch eine Stadt, die wir perspektivisch durchaus behalten könnten. Durch die Petra durchaus auch eine mächtige, wichtige Stadt, hat gute Ressourcen, ist gar nicht mal so schlecht gegründet. Also York und London. Durchaus zwei Städte, die man behalten kann. Gut, unsere Kompositbogenschützen rücken weiter vor. Sehr schön. Und ihr könnt auch mal in Richtung Hastings gehen. Ich möchte bei Hastings trotzdem mal auf einen Bürger runter vernichten. Weil sonst der Unterhalt zu teuer ist. Wenn wir es eh vernichten wollen. So, die Legion. Ja, die rückt auch mal vor, komm. Was soll der Geiz? Den einen großen General möchte ich hier lassen, bei unseren Defensivtruppen, die hier diese Engstelle quasi verteidigen. So, du ziehst einmal nach Süden. Gut. Und die erste Legion ist gleich auch fertig regeneriert. Wunderbar. Das ist einfach so stark. Und es ist einfach wunderbar, wie die KI es nicht lassen kann, ihre Truppen auf Seen zu wassern. Es ist einfach so schön anzuschauen. Wahnsinn. So. Wir sollten die Pferde plündern. Ganz unbedingt. Dann sind die Pferde, also dann sind ihre Reiter tot. Das ist... Und zwar alle ihre Reiter. Da brauchst du nichts mehr machen. So. Kompositbogenschützen. Wir können einfach da drauf ballern. Das ist relativ egal. Ja, komm. Warum nicht? Dann, eine Legion ist neu gebaut. In Capri, unwegsames Gelände, bitte. Und einmal durch Quebec. Warum haben wir eigentlich so wenig Geld? Ach ja, richtig, wir hatten Kupfer verloren, oder? Das ist ein Kupferhandel. Wodka Numeru. Elisa. Maria heißt sie. Buono Stiers. Die sagen das mit so einem komischen Sch am Ende, die Portugiesen. Melima. Pudica. Saluti. Saluti. Was nun? Ist gar nicht so einfach zu erkennen gerade. Warum machen wir so ein Minus? Gebäudeunterhalt ist der Hauptpunkt. Wir haben eh wahnsinnig viel durch andere Zivilisationen. Hätten wir das nicht, wär eh alles vorbei bei uns. Du gibst mir immer noch keine Städte. Also wenn du mir York geben würdest, wäre ich zufrieden. Dann würde ich dich für die nächsten 10 Runden in Ruhe lassen. So. Hastings. Stallungen. Gut. Wir können wieder ein Gebäude verkaufen, was wir in Hastings nicht brauchen. Also Richtung Wachstum, keine Ahnung, Kornspeicher braucht man nicht. Bumm. So. Dann Capri, ein Karawanenhof, glaube ich, macht hier erstmal keinen Sinn. Wobei die Reichweite natürlich interessant ist, falls wir doch mal in Richtung Portugal oder so. Was ist mit Portugal los? Ach, die kämpfen gegen die Byzantiner, ne? Oh. Okay. Capri, du baust mir Kompositbogenschützen? Ja. Die Legion, die Hastings erobert hat. Super. Ah, die Legion können wir eigentlich auch verschanzen. So, erste Legion. Du gehst hierher und plünderst. Das ist wichtig, so. Robert E. Lee. Warte mal, wir machen es mal so. Oh, wir können hier angreifen.
Minus 50% strategische Ressource. Bam. So. Ja, hau rein. So. Das schauen wir uns jetzt an. Genießerisch. So. Kompositbogenschützen. Ziehen wir die mal nach da. Oder wir bombardieren und zerstören diesen Krieger. Jetzt hat. So. Wodka Nummer. Nein, kein Wodka Gorbatschow, nein, ein Wodka Nummer. Gut, diese Legion zieht dann mal nach da und die Balliste nach da. Gut. Aber ich denke fast, wir brauchen noch mehr Ballisten, um York tatsächlich einnehmen zu können. York hat eine verdammt hohe Verteidigungsstärke. Da kommen wir nicht so einfach rein. Wir müssen uns mal die Felder ausgucken, von wo wir York überhaupt beschießen können. Wir müssen immer bedenken, dieses Dreieck dürfen wir nicht betreten. Ansonsten sind wir im Bereich von London. Also was natürlich gehen würde, wir könnten hier einmal Kompositbogenschützen durchschleusen. Also hier und hier wären Kompositbogenschützen angebracht. Für eine Balliste finde ich es fast ein bisschen zu unsicher. Die Ballisten würde ich ganz gerne dann oben aufstellen. Und wir müssen auch irgendwo noch Legionäre reinbringen. Also die Balliste wird jetzt mal hier rübergezogen. Na gut. Also, Kompositbogenschütze, du ziehst mal nach unten, genau. So. Gaius Marius. Können da nicht durch, okay. Dann einmal nichts tun, du kommst da auch nicht durch, was? Warte mal, haben die keine Bewegungspunkte? Ja, tatsächlich, okay, daran liegt's. Nichts tun. Legion, du ziehst in den Süden nach Hastings. Ich bin mir nicht sicher, ob es Hastings, also mit A, oder mit einem einfachen A, Hastings. Oder Hastings. 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 Also Hastings, Hastings oder Hastings. Bin mir gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt. So, die zweite Balliste geht auch mal in Richtung Osten, dass wir wirklich die Ballisten hier so aufstellen. Also eine Balliste hier und dann können wir nach da und da ziehen und dann von da aus York bombardieren. Dann können wir hier unsere Kompositbogenschützen durchziehen und mit unseren Legionen erst einmal die Gegend um London clearen. Was wir auch machen könnten, wir könnten mit dieser Legion nach vorne ziehen und London plündern, das geht auch. Aber erstmal regenerieren wir hier fertig. Wir könnten natürlich nach da ziehen, ja, wenn wir mutig sind. Problem ist, wir könnten dann auch, es könnte dann passieren, dass wir wieder ewig regenerieren müssen, wenn die uns beschießen, aber sei es drum, wir sind mutig, wir sind Römer. So. Bin ich jetzt gespannt, ob sie noch was in Reserve hat. Reiter können es ja nicht mehr sein, da fehlt ihr die strategische Ressource für. So, sie bombardiert, ist klar. Minus 16. Sie beschießt, ist klar. Nochmal 18, okay. Das können wir ja fast durch Plünderung ausgleichen. Sehr schön. Wodka Numeru. Das ist mir echt angetan, ihr merkt das. So, Portugal hat ihre Hauptstadt verloren. Tatsache. Lissabon ist jetzt Teil von Konstantinopel. Heieiei. Von Byzanz. Okay. Aber hier stehen die irgendwie immer noch blöd rum. Ich weiß nicht. Wäre natürlich interessant, wenn Porto tatsächlich vernichtet werden würde. Das würde uns die Möglichkeit eröffnen, selbst in Richtung Norden nochmal zu expandieren. Wobei natürlich immer Montreal auch so ein bisschen im Weg steht, gell? Naja, wir werden sehen. Zunächst mal Hastings können wir ein weiteres Gebäude verkaufen. Ein Tempel brauchen wir hier, glaube ich, auch nicht erst einmal. Aber große Werkgebäude. Amphitheater. Push. So. Genau, Maria hat die ursprüngliche Hauptstadt verloren. Und dieser Kompositbogenschütze. Weiteres unwegsames Upgrade. Hier kommen wir nicht rein, gell? Da sind wir schon im Bereich von London, wo wir eben nicht hin wollten. Ja, das Ding ist, York ist ja auch richtig gut befestigt.
Aber ich glaube, York ist das Reinkommen noch einfacher als bei London. Bei London, glaube ich, brauchen wir einfach diesen Angriff von Osten. Und den können wir halt nur vernünftig durchführen, wenn wir York haben. Insofern. Also, bei London ist so das Ding. London ist echt gut eingebaut. Also, im Süden haben wir die Ausläufer des Ärmelgebirges, sag ich mal ganz vorsichtig. Und ja, im Norden ist es relativ offen natürlich. Hier haben wir sehr unwegsames Gebiet. Also da, ich weiß nicht, hier können wir eine Balliste aufstellen, ne? Das ist kein Hügel hier. Pelze, Jagdlager, Wald, Grasland, Fluss. Aber hier könnten wir eine Balliste aufstellen, hier könnten wir eine Balliste aufstellen. Das wär dann die Ballistenseite. Und von hier müssten wir mit Kompositbogenschützen dann arbeiten. Kompositbogenschützen immer da, wo es flexibel sein muss und wo auch Angriffe stattfinden können, weil Ballisten immer so ein bisschen anfällig sind. Ach, wollen wir weitere Legionen bauen? Ich denke nach wie vor nicht. Soll im Gegenteil ein Kompositbogenschützen. Was heißt Gegenteil? Kompositbogenschützen ist das Mittel der Wahl in diesem Fall. So. Ziehen wir einmal nach da. Die zweite Legion darf regenerieren. Dieser Kompositbogenschütze. Wir können mal die erste Legion an York ranziehen. Und mal auskundschaften so ein bisschen, was da los ist. Wir können dann auch durch Plündern im Zweifel 35 in einer Runde regenerieren. Insofern. Oh mein Gott, schaut es euch an. Die haben Pikeniere. Boah, sind die uns technologisch überlegen. Das gibt's ja gar nicht. Heieieiei. Wahnsinn. Warte mal, wie viel Stärke hat so ein Pikenier? Nein, Balliste. Einmal nach da. Diese Balliste einmal. Nach da. Gut. Genau, die würde ich dann gerne hier aufstellen. 2, 3, 4. Na komm. Da so. Da so. Gut. Das heißt, beide sind in 3 Runden sozusagen an ihrem Gebiet und in 4 Runden können sie auf York feuern. In der Hoffnung, dass es so funktioniert, wie ich es mir denke. Und natürlich, Alter, warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Wie viel stärker hat so ein Pikenier? Also, Legionia 17. Pikeniere, glaube ich, auch, oder? 16. Pikenier 16. Okay. Ja, es ist halt, mit Rom kann man halt mit Legionen eigentlich noch bis in die Renaissance rein kämpfen ohne Probleme. Weil Stärke 17, wenn du levelst. Also ich möchte mal ganz kurz anschauen, der Langschwertkämpfer hat 24, glaube ich. Oder 22? 21 nur. Also Langschwertkämpfer 21. Das ist eine prozentuale Steigerung. Also 17 zu 21. Also es ist ein Unterschied von 4. Das ist eine prozentuale Steigerung von nicht mal 25%. Insofern kann man mit Legionen problemlos auch noch gegen Langschwertkämpfer kämpfen, wenn man die Legion ein bisschen hochgelevelt hat. Insofern, ja. Also letztendlich bis zu den Musketieren. Die Musketiere haben dann gleich mal, wie viel? Warte mal. Die Schritte werden immer größer. Auch prozentual. Ah ne, Musketiere. Ja. Ohne IE, gell? Nee, normaler Musketier. So, Musketiere 24. Ah ne, das waren sie noch nicht. Die Schützen sind dann die relevanten 34, genau. Da, also bei den Schützen wird es spätestens ätzend. Die Musketiere sind nur dafür stark, gegenüber den Langschwertkämpfern, dass sie kein Eisen mehr brauchen. Die Frage ist halt, ob man Eisen überhaupt Mangel hat. Also, wenn man kein Eisen hat, dann ist es relevant, dass man Musketiere kriegt. Ansonsten nicht, wenn man überhaupt Infanterie baut, was man als normaler Spieler normalerweise tatsächlich auch kaum macht. Außer man ist Rom oder spielt Rollenspiel. Gut, diese Legion. Wenn wir hier oder hier hinziehen, sind wir auch im Bereich einer der Städte. Insofern würde ich mich ganz gerne hier verschanzen. Montgomery einmal nichts tun. Aber ich bin beruhigt, dass tatsächlich Montgomery uns kommandiert. Das kann nur noch wenig schief gehen. Warte mal, die Legion darf man hier so ein bisschen weiter marschieren, genau. Dann würde ich gerne hier oben rumgehen. Und dieser Timur. Wir plündern einmal hier und ziehen nach da. Und die Frage ist jetzt,
ist hier ein Hügel, nee. Dann könnte Timur tatsächlich zerstört werden, indem der nach da zieht. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie es tun werden. Wir riskieren es. Timur ist ein aggressiver General, der zieht auch mal gerne in feindliches Gebiet. So. Diese Legion zieht nach Süden. Sehr gut. Diese Kompositbogenschützen. Wenn die nach da ziehen, werden sie halt von der mit denen aufgerieben. Insofern regenerieren wir erst einmal. Es sind nur ein paar Punkte, aber immerhin. So. Bumm. Wunderbar. So. Während hier das ganze Spiel simuliert wird, möchte ich mal ganz kurz austappen. Genau. 25 Minuten, das heißt, wir beenden gleich die Folge. Und hier, die Kompositbogenschützen werden gefokust. Hei, die sind tot, Leute, die sind tot. Ja, die Pikiniere greifen an. Damit war's das. Schade. Und damit auch unser großer General. Verdammt. Aber es war nicht Timur, der gestorben ist. Tatsächlich. Oh, das wird ein Massenkrepieren an Pferden geben. So, ist die Frage. Ich glaube, wir können tatsächlich diesen Pikinier jetzt hier entfernen. Ist auch die Frage, ob sie selber schon die Technologie für Pikiniere hat oder ob sie den von einem Stadtstaat geschenkt bekommen hat. Die Möglichkeit gibt es auch. Genau, und war weise, dass wir keine Legion mehr gebaut haben. Weil wenn die jetzt hier das Eisen plündern in Panama-Stadt, dann... Ja, das ist schwierig. Okay, sie kriegen es nicht durch, aber... Wenn sie es geplündert hätten, wäre es blöd gewesen. So, dann können wir hier einmal plündern und ziehen einmal zurück. Gut. Timur macht nichts. Und Gaius Marius zieht mit seinem Gefolge hier weiter. Gut, hier ist ein Sägewerk gebaut. Immerhin etwas. Dann können wir jetzt hier das Wild modernisieren. Sehr gut. Wie schaut's aus? Na, die Bewirtschaftung passt soweit. Sehr gut. Ein Capri. Ja, fast egal. Fast egal. Also da können wir ruhig auch die Bewirtschaftung, wie sie der Typ bewirtschaftet, lassen. Gut, in diesem Sinne, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.